Überall in der Bundesrepublik Deutschland und in der ganzen Welt haben Pflüge und andere Bodenbearbeitungsgeräte vom Rabewerk einen erstklassigen Ruf. Seit seiner Gründung im Jahr 1889 hat das Rabewerk Pionierarbeit in der Pflugentwicklung und Pflugtechnik geleistet. Heute gilt dieser größte und technologisch führende Hersteller in Deutschland als Schrittmacher. Seit 1938 befindet sich das Hauptwerk in Bad Essen-Linna. Auf 60.000 Quadratmeter Werksgelände, davon sind 33.000 Quadratmeter überdachter Hallenkomplex, wird neben anderen Maschinen und Geräten das gesamte Pflugprogramm gefertigt. Wie entsteht eigentlich ein Pflug? Das Material für die Streichbleche wird in großen Rollen angeliefert. Die Qualitätsstandards sind dabei durch das Rabewerk vorgeschrieben. Die Streichbleche werden ausgestanzt. Anschließend werden sie in eine Vorrichtung aufgehängt und in die Retorte der einzigartigen Carbonitrieranlage eingesetzt. Bei einer Temperatur von 950 Grad Celsius nehmen die Streichbleche viel Kohlenstoff und Nitratstickstoff auf. Nach dem Formpressen werden sie in eingespanntem Zustand gehärtet. Dabei erreichen sie einzigartige Härtewerte bei überdurchschnittlicher hoher Zähigkeit. Sie beträgt etwas mehr als das Vierfache von üblichen Dreilagenstahlstreichblechen. Auch andere Flugverschleißteile stellt das Rabewerk selbst her. Ein Schwerpunkt ist dabei die Fertigung der Schare. Das Rohmaterial wird angewärmt in einer 2500 Tonnen Presse zu Düngereinleger oder Pflugscharen gepresst. Materialüberstände werden beim nächsten Arbeitsgang abgestanzt. Dieser Automat legt die Schare auf Transportwalzen und so werden sie in den Durchlaufofen mit exakter automatischer Temperatursteuerung befördert. Nach genau eingehaltener Anwärmzeit werden die Schare in einer Spannvorrichtung gehärtet. So wird ein Härteverzug dieser hochwertigen Verschleißteile gänzlich ausgeschlossen. Die exakte Passgenauigkeit der Original-Rabewerk-Verschleißteile ist garantiert. Diese Schnabelschare tragen übrigens die neuartige Rabit-Hartbeschichtung. Selbstverständlich werden auch die Körperbrüste der Pflugkörper im Rabewerk serienmäßig gehärtet. Das geschieht in modernen Härtepressen nach dem neuartigen Presshärteverfahren, wie auch bei den Streifenstreichblechen. Das Härtemittel wird dabei durch eine Vielzahl von Bohrungen durch das Presswerkzeug plötzlich an das zu härtende Material gebracht.
So wird höchste Zuverlässigkeit, Passgenauigkeit und Materialfestigkeit garantiert. Alle Konit-Streichbleche werden in einer elektrolytischen Entgratungs- und Polieranlage poliert. Die Oberfläche wird ohne Beeinträchtigung der Härte beispielhaft glatt. Korrosionsschutz wird zusätzlich aufgesprüht. Etwa zwei Drittel aller im Rabewerk hergestellten Flüge werden mit den sehr gut arbeitenden Streifenflugkörpern ausgerüstet. Der komplette Körper wird mit den anderen vorbereiteten Baugruppen in der Endmontage zum Original-Rabewerkflug zusammengebaut. Auch hier werden wieder alle Details sorgfältig kontrolliert und auf ihre Funktion hin überprüft. Dann kann der Pflug freigegeben werden. Der grundierte Pflug kommt in das Tauchbad mit dem Originalblau des Rabewerks. Die meisten Landwirte in der Bundesrepublik entscheiden sich beim Kauf für einen Qualitätspflug des Rabewerks. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Hoher technischer Standard, einfache, leichte Handhabung, lange Lebensdauer, Präzision in der Fertigung und die hervorragende Flugarbeit. Wie problemlos der Praxiseinsatz von Flügen des Rabewerks ist, zeigt die Umstellung des Kombirades von der Transport- in die Arbeitsstellung. Gleich danach zieht der mit Untergrundlockerern ausgerüstete Pflug seine Furchen. Das Kombirad dient jetzt als Tastrad zur gleichmäßigen Tiefenführung des Pfluges. Die einmal gewählte Arbeitstiefe an der Radkonsole braucht beim Umstellen von der Arbeits- in die Transportstellung nicht verändert werden. Maßgeblich für die Wirtschaftlichkeit eines Pflugeinsatzes ist auch die Nutzungsdauer der Verschleißteile. Einen großen Vorteil bringt dabei die neuartige, für das Rabewerk patentierte Rabit-Hartbeschichtung. Durch sie wird die Scharstandzeit drastisch verlängert. Die verschleißgeschützte Scharspitze gewährleistet über lange Zeit den Untergriff und ermöglicht so hohe Flächenleistungen und minimale Rüstzeiten. Der Streifenflugkörper unterstützt die Bodenkrümelung und spart durch seine Leichtzügigkeit Zugkraft. Die Reibwiderstände werden durch die hinteren Furchenräder weiter verringert. Die gesamten Flugkörperanlagen verschleißen nicht so schnell. Die großen Rahmenkonsolen für den seitlichen Versatz der Flugkörper vom Rahmen werden in die Härtepresse eingespannt und gehärtet. Das führt zu besonders hoher Festigkeit bei geringen Baugewichten. Alle Bohrungen für die Unter- und Oberlenkeranschlüsse am Dreipunktturm des Pfluges werden von einem Präzisionsbohrwerk gleichzeitig angebracht. Dadurch wird die exakte Pflugarbeit vorprogrammiert.
Präzisionsarbeit auch beim Schweißen. Hochmoderne Schweißroboter übernehmen die Arbeit. Alle Schweißverbindungen werden sauber, dauerhaft und zuverlässig ausgeführt. Selbstverständlich werden auch alle Hydraulikteile vom Rabewerk selbst hergestellt. Dies geschieht im Zweigwerk Bad Essen-Rabber. Grundsätzlich werden die Hydraulikteile erst nach eingehender Prüfung und Kontrolle für den Einbau in die Geräte freigegeben. Die automatische Rahmenschwenkvorrichtung lässt vor dem Drehen des Pfluges den Pflugschwerpunkt in den Bereich der Drehachse einschwenken. Das ergibt geringe Drehkräfte und ausreichend Aushubhöhe. Auf diese Entwicklung hat das Rabewerk Schutzrechte. Durch die stufenlos hydraulisch verstellbare Schnittbreite aller Pflugkörper und Vorwerkzeuge zwischen rund 25 und 50 cm pro Schar können bestimmte Pflüge des Rabewerks hervorragend an leichte oder schwere Böden und unterschiedliche Hanglagen angepasst werden. Sollen Flugnachlaufgeräte eingesetzt werden, wie zum Beispiel ein Wendepacker, so wird am Rahmen des Pfluges ein Auslegearm angebracht. Die Technik der verstellbaren Schnittbreite, die Schlepperleistung optimiert, wurde zuerst vom Rabewerk entwickelt und mit dem Drehpflug Super Taube Variant in den Markt eingeführt. Im kompakten und übersichtlichen Einstellzentrum wird durch Verdrehen des seitlichen Spannschlosses der Zugpunkt richtig eingestellt, sodass Seitenzug vermieden und der Anlagenverschleiß so gering wie möglich gehalten wird. Anschließend wird mit nur einer Spindel die Erstkörperschnittbreite durch Parallelverschiebung des Rahmens korrigiert, ohne dass sich das auf den Zugpunkt auswirkt. Die gesamte Pflugeinstellung erfordert nur wenige Handgriffe. Auf Schraubspitzen für Flugschare halten die Scharverschleißkosten gering. Sie lassen sich umdrehen und nachschieben und sichern so einen stets guten Einzug der Schare in den Boden. Sind tiefere Fahrspuren entstanden, besonders in Fahrgassen mit größerer Bodenverdichtung, sollten sie bei überwiegend trockenen Böden aufgelockert werden. Besonders gut geeignet ist das Tieflockerungsgerät Sprosser. Als Sprosser Avant kann es auch mit automatischer Steinsicherung ausgerüstet werden. Zur Anpassung an die jeweilige Spurbreite können die Meißel auf dem Rahmen verschoben werden. Wird der Sprosser gleichzeitig mit einem Zinken- oder Fräsrotor gekoppelt, können in einem Arbeitsgang tiefe Bodenlockerung und Stoppelbearbeitung erledigt werden. Bei günstigen Bodenverhältnissen kann diese Kombination einen Pflug ersetzen. Sollen große Flächenleistungen erzielt werden, etwa bei Gutsbetrieben, dann sollte der Aufsatteldrehpflug Phoenix oder Phoenix Avant mit automatischer Steinsicherung eingesetzt werden. Die Wendigkeit dieses Gerätes ist beispielhaft. Der Pflug läuft mit zwei hinteren Aufsattelrädern dem Schlepper wie ein Einachsanhänger nach. Er bringt durch sein Gelenkzugstück weder Zwang noch übergroße Belastungsmomente auf das Dreipunktgestänge und die Triebachsen des Schleppers.
Ebenso muss der Schlepper am Vorgewände nicht zurückstoßen. Fährt der Flug wieder in die Furche, gleiten alle Flugkörper nacheinander in den Boden. Der Furchenanfang verläuft stets gleichmäßig. Die Streifenabstände werden nach außen hin immer größer. Steine können sich dazwischen nicht verklemmen. Die Führungsrichtung der Streifen entspricht genau der Fließrichtung des Bodens. Der vierfurchige Anbaudrehpflug Star-Avant mit automatischer Steinsicherung führt am Auslegearm einen Wende-Untergrundpacker mit sich. Dieser Packer kann jederzeit abgehängt werden, ohne dass der Pflug dabei ausgehoben werden muss. Und zwar mit Hilfe einer hydraulischen Ausklink- und Festhalteeinrichtung. So kann der Packer schon einige Meter vor dem Furchenende stehen bleiben. Er wird beim Wiedereinfahren in die Furche mit absoluter Sicherheit gefangen. Diese Technik hat sich bei keilförmigen oder dreieckigen Feldstücken mit immer kürzer werdenden Furchen hervorragend bewährt. Bei der automatischen Federsteinsicherung Avant stören keine außenliegenden Steinsicherungsbauteile die Konstruktion. Erdreich und organische Masse können ungehindert zwischen den Flugkörpern hindurchfließen. Die automatische Steinsicherung kann weit nach oben und zur Seite ausweichen. Sie arbeitet absolut zuverlässig und führt den Flugkörper präzise und schonend über alle im Boden versteckten Hindernisse hinweg. Auch bei schweren Böden hält sie durch den sicheren Sitz der Flugkörper infolge hoher Rückstellkräfte stand. Mit zunehmender Aushubhöhe werden die Rückstellkräfte durch das patentierte Kniehebel-Übersetzungssystem verringert. Kernstück der automatischen Federsteinsicherung ist eine sehr strapazierfähige und blockfeste Schraubendruckfeder, die in das Vierkantprofil der Zwischengrindel eingeschoben und hydraulisch vorgespannt wird. Automatische Überlastsicherungen an Pflügen und anderen Bodenbearbeitungsgeräten sind technisch herausragende Entwicklungen des Rabewerkes. Von der patentierten Avant-Federsteinsicherung für Beet- und Drehpflüge haben viele Wettbewerbsfirmen Lizenzen genommen. Impulse und Ideen aus Praxis und Wissenschaft werden in dieser Konstruktions- und Entwicklungsabteilung in moderne und wirtschaftlich sinnvolle Gerätetechnik umgesetzt. Alle metallurgischen und konstruktiven Entwicklungen werden in Tests und ausgedehnten Versuchsreihen intensiv und hart geprüft. Im werkseigenen Labor werden Schliffbilder hergestellt. Sie ermöglichen die Kontrolle von Materialgefüge und besonders hergestellter Härtezonen, zum Beispiel beim Konit-Streichblech. Die linke Materialprobe zeigt das Schliffbild des herkömmlichen Dreilagen-Streichblechs mit scharfer Abgrenzung der drei Blechschichten mit den offenen seitlichen Flanken. Rechts das dickere Konit-Streichblech mit der außerordentlich hohen Rundumhärte und allmählichen Übergang zum besonders zähen, aber sehr harten Kern. Abwiegen von Materialspänen auf einer Mikrowaage. Diese exakte Gewichtsermittlung ist die Voraussetzung für eine genaue Bestimmung des Kohlenstoffgehaltes im Material. Der Kohlenstoff ist unter anderem ein wichtiger Bestandteil hochhärtbarer Stahllegierung. Neben der Härte des Materials ist seine Zähigkeit für die Bruchsicherheit von wesentlicher Bedeutung. Sie wird durch Zertrümmerung im Pendelschlagwerk ermittelt. Der Vergleich mit Wettbewerbsmaterial zeigt die eindeutige Überlegenheit der Rabewerk Materialqualität. In Versuchen zur Dauerfestigkeit werden Material und ganze Bauteile bewusst überstrapaziert. Das gibt weiteren Aufschluss über die Zuverlässigkeit des eingesetzten Materials. Streifenstreichbleche oder ganze Rahmenkonsolen werden viele tausend Mal unter hoher Krafteinwirkung getestet. Über 40.000 Schwingfallversuche muss ein Flug in aufrechter und in Querlage über sich ergehen lassen,
wenn die komplette Konstruktion auf Stabilität und Dauerhaftigkeit überprüft wird. Über die Hälfte aller Rabewerkgeräte wird mit der Bahn transportiert, der andere Teil mit werkseigenen LKWs. Mehr als die Hälfte aller Kreiseleggen und weit über ein Drittel Drehpflüger und Grubber für den deutschen Markt werden vom Rabewerk produziert. Durch Export in rund 50 Länder der Erde wird über ein Drittel des Gesamtumsatzes erzielt. Damit ist das Rabewerk einer der größten Gerätehersteller für die Bodenbearbeitung in Europa. Für die Stoppelbearbeitung setzen die meisten Landwirte in der Bundesrepublik Schäl- und Schwergrubber vom Rabewerk ein. Ernterückstände werden bei zügiger Fahrt hervorragend mit dem Boden vermischt. Das geschieht durch den gewölbten Zinken, der verstopfungsfrei vor den Rahmenträgern angebracht ist. Das entsprechende Nachlaufgerät ergänzt die Grubberarbeit. Auch in steinigen Böden ermöglichen automatische Überlastsicherungen an den Zinken hohe Schlagkraft, ohne in schweren Böden vorzeitig nach hinten auszuweichen. Der kombinierte Einsatz von Bodenbearbeitungsgeräten wird durch starke Fronthydrauliken an Schleppern ermöglicht. Eine schlupfarme Leistungsübertragung im Front- und Heckanbau ist gewährleistet. Der Frontgrubber gehört zu den am meisten verwendeten Bodenbearbeitungsgeräten, die im vorderen Blickfeld des Fahrers liegen. Im Heck des Schleppers krümelt ein Fräsrotor den grob aufgebrochenen Boden und vermischt ihn mit Stroh. Anschließend wird der Boden von der Packerwalze wieder angedrückt. Können die Geräte nur im Schlepperheck angebaut werden, sind für eine intensive Stoppelbearbeitung ein Kurzgrubber mit Zapfwellendurchtrieb und angebautem Zinkenrotor oder eine Kreiselegge möglich. Dabei ebnet die Kreiselegge hinter dem Kurzgrubber den Boden hervorragend ein. Soll parallel zur Oberflächenbearbeitung die Einsaat erfolgen, wie nach Raps zu Winterweizen oft möglich, sollte der Grubber im Frontanbau eingesetzt werden. Das Schlepperheck steht für den Anbau von Kreiselegge und Drillmaschine ohne zusätzliche Aufsattelvorrichtung zur Verfügung. Die Gewichtsverteilung auf beide Schleppertriebachsen wirkt sich sehr günstig auf die verlustarme Leistungsübertragung aus. Bei Scheibeneggen aus dem Rabewerk lässt sich der Anstellwinkel der Scheiben je nach gewünschtem Arbeitseffekt leicht einstellen. Flache und intensiv mulchende Stoppelbearbeitung und die Einmischung organischer Masse in den Boden gelingen mit der Scheibenegge gut. Ausfallgetreide und Unkrautsamen bleiben im flachen Mulchhorizont, können keimen und auflaufen und dann gut mechanisch bekämpft werden. Der Tiefgang von Anhängescheibeneggen, bei denen das Fahrwerk zwischen den beiden Scheibensätzen liegt, muss genau eingestellt werden, damit beide Scheibensätze hinter dem Schlepper gleichmäßig arbeiten. Auch in festen Böden können die großen Scheiben mit einem Durchmesser von 660 oder 710 mm und ihrer hohen Belastung gut eindringen. Ernterückstände oder Zwischenfrüchte werden zerkleinert.
Die Egge verstopft nicht. Die Kombination mit der zweireihigen Messerrollegge ergänzt den Mulch-Mischeffekt. Hergestellt werden die Scheibeneggen im französischen Tochterwerk der Rabewerke in Sulz im Elsass. Das Werk wurde 1976 neu errichtet. Heute sind dort bereits 95 Mitarbeiter in den 11.000 Quadratmeter großen Hallen tätig. Qualitätsanforderungen sind im französischen Werk genauso hoch angesetzt wie in den deutschen Betrieben. Das zeigt das Beispiel der aufwendigen Scheibeneggenlagerung. Auch hier moderne, computergesteuerte Bearbeitungsautomaten, die für hohe Fertigungsqualität sorgen. Schließlich ist bei den stark beanspruchten Lagerungen der Scheibeneggen Präzision oberstes Gebot. Hydraulische Montagevorrichtungen helfen beim sachgerechten Zusammenbau der zwei robusten Rillenkugellager in einem Gehäuse einschließlich der Mehrfachdichtungen. Die eingebauten Lager sind besonders abgedichtet und speziell gegen eindringenden Schmutz geschützt. So halten sie auch extrem große Belastungen sehr lange aus. Noch ein paar Handgriffe und das Gerät ist fertig zur Auslieferung. Alle Kreiseleggen werden im Hauptwerk Bad Essen-Linne gefertigt. Jede Egge muss vor der Auslieferung einen längeren Probelauf absolvieren. Dabei wird überprüft, wie stark sich die Lagerungen erwärmen. So werden die Messer der Kreiseleggen geschmiedet. Dann werden sie gebogen. Gelocht und anschließend gehärtet. Die Getriebekästen für die Stirnradgetriebe bestehen aus mikrolegiertem Feinkorn-Titanstahl. Sie werden mit einer 800 Tonnen Hydraulikpresse gestanzt. Sämtliche Löcher für Lagersitze und Verschraubungen entstehen bei einem einzigen Stanzvorgang. Die sehr großen Stanzwerkzeuge dafür werden im eigenen Werkzeugbau hergestellt. Mit einer 500-Tonnen-Presse werden die Zahnräder für den Antrieb der Kreiselmesser vorgestaucht. Anschließend werden sie unter einer 2500-Tonnen-Exzenterpresse geschmiedet. Die fertigen, gehärteten Zahnräder werden in den Getriebekasten eingebaut und mit Fließfett versorgt. Computergesteuerte Anlagen erledigen eine Vielzahl von Arbeitsgängen mit nur einem Einspann des zu bearbeitenden Werkstücks. Absolute Präzision.
ist bei der Bearbeitung der Gehäuse für die Kreiseleggen- und Zinkenrotormittelgetriebe gefordert. Auch hier werden computergesteuerte Bearbeitungszentren eingesetzt. Programmgesteuert werden die benötigten Werkzeuge gewechselt. Die Elektronik hilft auch bei der Überprüfung von Stichproben der laufenden Produktion. Hier werden mit einer hochempfindlichen Messeinrichtung Mittelgetriebe für Kreiseleggen und Zinken- oder Fräsrotoren überprüft. Das komplette Mittelgetriebe kann auf die vorbereitete Kreiselegge aufgesetzt werden. Damit die Verschleißfestigkeit der Kreiseleggenmesser wesentlich verlängert wird, werden sie nach dem Rabit-Verfahren hart beschichtet. Im Zweigwerk Bad Essen-Rabber befindet sich die hochmoderne Beschichtungsanlage für das Auftragen von Hartmetall auf Verschleißteile. In einer automatisch gesteuerten Putzkammer werden die geschmiedeten Kreiselmesser zunächst gesäubert. In dieser Anlage werden sie zum Beschichten vorbereitet. Nun wird das Messer am Taucharm eingespannt, zum Ofen mit der Hartmetallschmelze gefahren und automatisch in die Schmelze eingetaucht. Dabei entsteht auf der eingetauchten Fläche des Messers eine Hartmetallschicht, die durch metallische Schmelzverbindungen fest auf dem Grundmaterial sitzt, wie dieses Schliffbild es zeigt. Das gelungene Gefüge im Schmelzbereich zwischen Grundmaterial und Hartmetallschicht wird vom metallurgischen Experten des Werks unter dem Elektronenmikroskop überprüft. Nach genau gesteuerter Eintauchzeit wird das Kreiselmesser aus der Schmelze gezogen und dann nach genauer Temperatureinstellung gehärtet. Diese Hartmetallbeschichtung ist für das Rabewerk weltweit patentiert. Die Kreiselmesser erreichen so eine bisher für unmöglich gehaltene Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit. Vor allem beim Einsatz auf verschleißträchtigen und steindurchsetzten Böden ist das besonders vorteilhaft. Dadurch genießen diese Kreiseleggen vom Rabewerk den Ruf unübertroffener Robustheit und Zuverlässigkeit. Die Zahnpackerwalze wird aus Präzisionsrohr hergestellt. Sie ist mit gehärteten, starken Zähnen und gut reinigenden Abstreifern bestückt. Das Saatbett wird hervorragend eingeebnet und gekrümelt. Für mildere Böden ohne Steinbesatz empfehlen sich leichtere Qualitätskreiseleggen vom Rabewerk für untere und mittlere Schlepperleistungsklassen. Sie sind preislich besonders interessant. Je nach Boden und nachfolgender Hauptfrucht können Eggenkombinationen in 9 verschiedenen Arbeitsbreiten von 2,20 m bis 8,40 m mit Acker- oder Gareeggen in leichter, mittlerer und schwerer Ausführung ausgerüstet werden.
Schleppeggen dienen einer flachen Saatbettbereitung. Spitzzahnkrümler mit 330 oder 270 mm Durchmesser ergänzen den Krümeleffekt und drücken den Saathorizont an. Die Zapfen der Krümlerlager wurden karbonitriert, sind also sehr verschleißarm und mit starken Lagerhaltern äußerst stabil. Auf eine durchgehende Mittelachse, die nur zu Verstopfung führen würde, konnte verzichtet werden. Auf leichten, sandigen Böden ist die Kompaktegge eine interessante Alternative zur Kreiselegge oder zur Eggenkombination. Sie hat zwei Reihen Gare- oder Schleppzinken, kommt ohne Zapfwellenantrieb dieser Zinken aus, ist sehr kurz gebaut und wird auf einer Packerwalze geführt. Die Kombination der Kreiselegge mit der Drillmaschine ermöglicht eine deutliche Verringerung des Wetterrisikos. Die pneumatische Aufbaudrillmaschine bietet neben dem Drei-Punkte-Anbau von Sämaschinen der verschiedensten Hersteller eine hervorragende Kombinationsmöglichkeit. Die Kreiselegge, die mit Zapfwellendurchtrieb und Satteldreieck ausgerüstet ist, wird rückwärts unter die Drillmaschine gefahren und durch Anheben mit ihr gekoppelt. Nach Auflegen des Keilriemens für den Gebläseantrieb und Abnehmen der Abstellstützen ist die Sägekombination einsatzbereit. Beim praktischen Einsatz wird die Drillmaschine von der Packerwalze der Kreiselegge mitgetragen. Deshalb sind auch die Lagerungen der Packerwalzen besonders stabil ausgelegt. Bei Aufbaudrillmaschinen für Kreiseleggen sollte der Walzendurchmesser der Nachlaufwalze immer möglichst groß gewählt werden. So wird vermieden, dass die Walze schiebt. Auch die Rückverfestigung des Saathorizontes wird dadurch verbessert. Um genügend Bodenschluss herzustellen, kann der Frontpacker mit 700 oder 900 mm Ringdurchmesser zur Unterstützung eingesetzt werden. Beim Transport bildet er das notwendige Gegengewicht für die Kreiseleggen-Drillkombination, die hinten am Schlepper angebaut ist. Auf dem Acker selbst entlastet er die Schleppervorderachse und packt den Boden zwischen und seitlich der Schlepperräder. Die trapezförmige Zugeinrichtung macht ihn einwandfrei lenkbar und verhindert die Schlingerneigung. Ist der Boden vom Frontpacker vorbereitet und angedrückt, kann die Kreiselegge ihn besser einebnen und krümeln. Die Drillmaschine liefert die exakte Saatgutablage. Ganz gleich, ob sie einzeln oder in der Kombination eingesetzt werden, Maschinen und Geräte aus dem Rabewerk bewältigen alle Probleme in der Bodenbearbeitung. Langfristig und dauerhaft.